Es ist ein Kunstprojekt, das wir im Vorjahr gestartet haben, und zwar mit 9 internationalen Künstlern, die 9 Türen gestaltet haben. Und diese 9 Türen befinden sich am Grünen Ring in Lech am Adelberg. Dieses gleichzeitig Betreten und Verlassen eines Raumes, das hat mich sehr fasziniert. Der Wanderer, der geht durch die Berglandschaft und wird dann eben überrascht mit einer Tür. Und mir gefällt dieses Spiel sehr. Die Leute gehen davor und dahinter, öffnen die Tür, schließen sie und schauen die Runde à la versteckte Kamera. Was ist da los? Warum steht da eine Tür? Sie sollen wirklich den Wanderer anregen, sich über die Türe oder über ein bestimmtes Thema einfach Gedanken zu machen. Man sagt oft, ich mache eine Tür zu oder ich mache eine Tür auf, ich gehe durch die Tür und lasse mir alle Türen offen. Die Türe symbolisiert was. Ich betrete jetzt einen neuen Raum oder verlasse den anderen Raum. Ich glaube, das ist mittlerweile beim Grünen Ring fast so gewollt, auch von den Einheimischen. Also es ist einfach ein Wanderweg, das wir lebendig halten wollen und wo wir immer wieder zu neuen Ideen oder zu neuen Diskussionen anregen möchten. Bei diesen Akzenten geht es einfach darum, vielleicht neue Perspektiven zu öffnen. Wenn wir diese Türe aufmachen oder diese Türe zumachen, dann haben wir eine ganz andere Perspektive. Und vielleicht geht es einfach auch darum, die Gäste vielleicht auf irgendetwas aufmerksam zu machen oder auch die Einheimischen. Die Reise der Türen, die wird hoffentlich gar nicht aufhören, weil die Geschichten hoffentlich, also die Türen sollen dann weiter wandern. Wo genau hin, wissen wir noch nicht, aber ja, ist eine sehr lebendige Geschichte, glaube ich.